Nach den Regionalwahlen in Sizilien zeichnet sich ein knapper Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses ab. Wie italienische Medien meldeten, liegt der konservative Kandidat Nello Musumeci mit 36-38% wenige Punkte vor dem Kandidaten der Fünf-Sterne-Bewegung. Die Wahlen vom Sonntag gelten als wichtiger Stimmungstest für die landesweiten Parlamentswahlen 2018. Mit Musumecis Sieg könnte auch dessen Unterstützer, Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi, auf die politische Bühne zurückkehren. Sollte Giancarlo Cancelleri von den Fünf Sternen noch aufholen, wäre es der erste Sieg des Protestbündnisses in einer italienischen Region überhaupt. Fabrizio Micari von der bisher in Sizilien regierenden Demokratischen Partei liegt den Prognosen zufolge mit 20% der Stimmen auf dem dritten Platz.